Einen schönen guten Morgen an Sie, geschätzte Medienvertreterinnen, Medienvertreter, auch alle, die die Pressekonferenz mitverfolgen. Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen aus dem Landhaus 1 und cordiale benvenuto a tutti coloro che partecipano a questa conferenza stampa. Ich freue mich, dass wir heute hier im Pressesaal des Landhauses 1 ein wunderbares Projekt vorstellen können. Ein Projekt, das in Pilotphase schon seit mehreren Jahren in guter Zusammenarbeit mit vielen Diensten und Einrichtungen gestartet wurde und das wir jetzt landesweit ausbauen, implementieren und das mir persönlich, aber auch allen, die hier mitgearbeitet haben, und das werden viele sein, die es heute vorstellen, ganz besonders am Herzen liegt. Das Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen, nennt sich Frühe Hilfen und in diesem Begriff im Grunde ist schon alles enthalten. Es geht um Prävention und es geht um Unterstützung und es geht um Netzwerkarbeit. Und was beinhaltet dieses Konzept, dieses Projekt ganz konkret? Sie sehen es eingeblendet jetzt dann in das Slide. Also es ist ein Maßnahmenpaket und umfasst eben Strukturen, unterstützende Systeme, Hilfeangebote, die Kindern in den ersten Lebensjahren, aber auch ihren Eltern angeboten werden und im Grunde das Ziel haben. Und das ist unsere Grundaufgabe, auch als politische Verantwortungsträger und als Dienste, Kinder in den ersten Lebensjahren in ihrer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen und zu fördern und vor allem auch die Lebensbedingungen der Kinder, der Jugendlichen, der Eltern, der Familien, aber auch der direkten Bezugspersonen auch zu verbessern. Und das gerade in diesen Zeiten der Pandemie eines der ganz zentralen Aufgaben. Ich darf jetzt schon das Wort weitergeben und hier nach vorne bitten, Frau Dr. Petra Frey, sie ist die Direktorin des Amtes für Kinder- und Jugendschutz, die Frau Dr. Verena Fink von der Pflegedirektion des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Kollegen Landesrat Mittmann, muss ich leider entschuldigen, er heißt terminlich verhindert, und Frau Dr. Christel Adurna, Frau Christel Adurna von der Fachstelle Familie des Forum Präventions, die uns dann vor allem auch einen guten Überblick geben wird über die Herausforderungen auch der Vernetzung der Dienste und auch der wichtigen Inhalte dieses Projektes. Ich bitte Sie nach vorne und überlasse Ihnen jetzt auch die Vorstellung des Projektes. Dankeschön. Guten Morgen auch meinerseits und cordiale benvenuto anche da parte mia. Come l'assessore ha già detto, l'offerta sostegno familiare precoce è un'offerta appunto molto vasta che racchiude diverse misure, diverse attività volte alle famiglie e ai bambini nell'età 0-3 anni e anche ai futuri genitori ovviamente. La Giunta Provinciale l'anno scorso, infatti con una deliberazione, ha posto le basi e questo è il punto di partenza, o il punto di continuazione, diciamolo così, perché il progetto ormai è stato avviato da diversi anni, con l'approvazione appunto del modello organizzativo, perché comunque l'obiettivo è quello di ampliare questa offerta a tutto il territorio provinciale, garantendo in questo modo, diciamo, un assetto organizzativo uniforme su tutti i territori per garantire appunto alle famiglie un'offerta uguale, simile su tutto il territorio. Ecco, questo è il punto di partenza. Il modello organizzativo appunto prevede questa creazione di sistemi locali nei singoli territori e si articola poi anche in diverse unità operative. Im Zentrum des frühen Hilfensystems steht das frühe Hilfenteam. Das ist der Bezugspunkt, ein multiprofessionelles, interprofessionelles Team, das sich aus verschiedenen Kompetenzen zusammensetzt und das sozusagen der Bezugspunkt für die Familien ist, die erste Anlaufstelle für die Familien ist, aber auch der erste Bezugspunkt für die verschiedenen Fachpersonen in den Einrichtungen und in den Diensten. Das heißt, dieses Team kennt die Angebote, es leistet Unterstützung, es leistet Hilfe und Beratung und Begleitung für das Territorium, für die Familien und für die Dienste vor Ort.
Unterstützt wird dieses Team dann durch einen Koordinator, aber auch durch eine sogenannte Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus verschiedenen Funktionsträgern der Bereiche zusammen, die im Frühhilfensystem zusammenarbeiten. Das ist der Bereich des Sozialen, das ist der Bereich der Gesundheit, das ist der Bereich der Bildung, Erziehung und Betreuung, aber auch der gesamte Freiwilligenkontext. Und diese Arbeitsgruppe hat sozusagen die Funktion, dieses Team vor Ort zu unterstützen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses Team gut arbeiten kann, auch dafür zu sorgen, neue Bedürfnisse auch aufzuzeigen und den Rahmen zu stecken, damit dieses Angebot vor Ort auch dann implementiert werden kann. Sie sind auch Multiplikatoren nach innen, aber auch nach außen zu den Diensten. Das Frühhilfenteam und diese Arbeitsgruppe sind dann natürlich eingebettet in ein großes Netzwerk. Das heißt, es ist wichtig in diesem System, dass natürlich alle Netzwerkpartner vor Ort miteinander in Kontakt stehen, in Kontakt bleiben und kooperieren. Das heißt, dieses Netzwerk setzt sich wiederum in diesem Fall aber aus allen Angeboten, Diensten, Strukturen, Maßnahmen zusammen, die im Bereich immer des Sozialen, der Gesundheit, der Erziehung, Betreuung, Bildung, aber auch des freiwilligen Kontextes im jeweiligen Territorium anwesend sind und ihr Angebot anbieten. Das heißt, sie wissen, was auf dem Territorium läuft. Sie kennen auch die Familien, das heißt, sie sind auch Vermittler zu den Familien, aber auch wieder Mittler hin und Vermittler zum frühen Hilfenteam. Dieses Konzept oder diese Struktur soll, wie ich vorher einleitend gesagt habe, dann in allen Territorien so umgesetzt werden. Wir haben in diesem Zusammenhang auch ein Logo entwickelt, das war uns auch sehr wichtig, damit die frühen Hilfen erkennbar sind, damit die frühen Hilfen landesweit erkennbar sind und uns dann auch ermöglichen, konkrete Sensibilisierungsarbeit auch auf dem Territorium und landesweit zu leisten. Ich möchte vielleicht noch ganz, ganz kurz einen Satz dazu sagen, warum frühe Hilfen für uns als Soziales so wichtig waren und auch wichtig sind. Wir erleben das einfach in unserer täglichen Fallarbeit, in der täglichen Fallarbeit vor Ort, dass gerade im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes es nicht immer ganz einfach ist, einen frühzeitigen Zugang zu den Familien zu erhalten. Dass Familiensituationen, Schwierigkeiten oft erst zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet werden, vielleicht durch den Kindergarten, vielleicht durch die Schule und Familien dann oft auch nicht ein entsprechendes Angebot haben oder eine entsprechende zeitnahe Unterstützung haben, die es dann uns auch ermöglichen, andere Interventionen nicht mehr setzen zu müssen. Also es geht darum, dass wir rechtzeitig die Familie stützen, rechtzeitig die Familie unterstützen und sie in einem Netzwerk einbinden mit allen Diensten und Organisationen. Ecco, questo diciamo è un po' anche l'obiettivo che ci ha spinto noi come sociale appunto di garantire questo accesso precoce anche alle famiglie che versano in situazioni difficili e alle quali possiamo offrire anche delle offerte diciamo di bassa soglia anziché magari degli interventi più intensivi nel futuro. Ecco, questo diciamo mi premeva sottolineare. Io con questo concludo e passerei la parola alla mia collega Verena Finchi. Ja, guten Morgen an alle. Lassen Sie mich kurz drei Punkte hervorheben, die diesen Mehrwert frühe Hilfen ein Stück weit definieren. Da ist einmal als erstens dieser präventive Ansatz, die Freiwilligkeit als zweiten und auch dieser ganzheitliche Ansatz mit Augenmerk einfach auf diese territoriale Versorgung und Vernetzung. Im Bereich der Gesundheit haben wir bereits Betreuungsformen, wie zum Beispiel rund um die Geburt, die einfach durch diesen Erstkontakt im Krankenhaus bei einer Geburt beginnen und im Territorium fortgeführt werden. Durch die Einbindung von rund um die Geburt in dieses System frühe Hilfen ermöglicht es uns, diesen gesundheitlichen Aspekt mit dem sozialen Aspekt zu ergänzen. Es geht also darum, weg von dieser
krankenhausorientierten Sichtweise hin zu der gesundheitsorientierten Sichtweise. Ein weiterer Punkt, der wirklich zu unterstreichen gilt, ist die Freiwilligkeit. Es entscheiden werdende Eltern, Familien mit Kindern von 0 bis 3 freiwillig, ob sie Angebote annehmen und welche Angebote sie annehmen. Es ist einfach ein ganz wichtiges Angebot für alle Mütter, aber ich möchte unterstreichen auch für alle Väter. Bis jetzt waren es mehr die Mütter, die gekommen sind. Und als letztes möchte ich noch unterstreichen diesen ganzheitlichen Ansatz. Durch das Zusammenspiel von Gesundheit und Sozialen werden eben diese Familien mit Kindern von 0 bis 3 und Eltern frühzeitig und unbürokratisch begleitet. Diese soziosanitäre Zusammenarbeit und Vernetzung in Einbindung mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement und der Betreuung, Erziehung und Bildung ist die Stärke von diesem System. Es lässt uns einen Rundumblick auf die Familien werfen, 360 Grad, auf junge Familien, auf werdende Eltern, im Sinne der wirklichen Prävention, und auch so können wir am Puls der Realität sein und zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot anbieten und unterbreiten. Ich möchte jetzt das Wort an Frau Dr. Christa Ladurner weitergeben, die uns das Ganze vom Aufbau dieses Frühhilfensystems erklärt. Danke. Grazie mille, sono molto contenta di essere qui oggi. Questa conferenza stampa credo che è un frutto di un grande lavoro che è stato fatto negli ultimi anni insieme a tanti attori dei servizi sociali, della sanità, ma anche della società civile. Obiettivo è proprio migliorare la collaborazione. Abbiamo fatto dei progetti pilota a Brunico e a Bolzano e loro parleranno dopo di questa fase di sviluppo di questo concetto. Ma oggi mi preme dire delle cose dal punto di vista anche dei genitori. Eltern werden ist heute etwas anderes als Eltern werden früher, wo es große Unterstützungssysteme in den Familien gab, also man half sich gegenseitig. Heute haben wir festgestellt, auch in einer wissenschaftlichen Studie, die wir dazu gemacht haben, dass Eltern sehr viel allein sind. Und wenn Eltern viel allein sind, dann kann es leicht sein, dass speziell in diesen ersten 1000 Tagen des Kindes, man viele Unsicherheiten lebt, vielleicht auch Überlastungssituationen, und dafür braucht es jetzt ein Angebot, das zusammenschaut. Also wir haben oft gesehen, es ist nicht nur ein gesundheitliches Problem, es kann sich eine soziale Problematik dazu gesellen. Ich wohne beispielsweise in einem kleinen Wohnraum und dazu kommt eben, es kommen vielleicht Zwillingsgeburten auf die Welt und dann entstehen Probleme. Und diese Probleme frühzeitig anzugehen und nicht nur aus der sozialen Seite, sondern auch aus der gesundheitlichen Perspektive, aber vielleicht dann auch eben mit Einbindung einer Nachbarschaftshilfe, die vielleicht in einem gewissen Moment unterstützen kann, das ist Ziel dieses Projektes. Und es ist eigentlich kein Projekt, sondern es ist eine Art der Zusammenarbeit, eine neue Art der Zusammenarbeit. Immer wenn sich verschiedene Professionen zusammenfinden, quando diverse professioni collaborano, allora ovviamente ci sono anche punti di vista molto diversi. Vi faccio solo un breve esempio. Immaginatevi una mamma che partorisce 3 figli contemporaneamente, di cui magari uno è malato. Voi capite che questo non è solo un problema sanitario da seguire il bambino malato, ma potrebbe essere anche un sovraccarico per la mamma, che necessita di un supporto psicologico. Potrebbe anche essere che c'è la necessità di introdurre una volontaria che aiuti questa mamma quando deve portare il bambino malato in ospedale, per esempio, per delle terapie. Ecco, noi abbiamo bisogno di sistemi molto più integrati. E negli scorsi anni abbiamo sperimentato proprio a Bolzano e a Brunico questa cosa, e devo dire che ci avviciniamo adesso a un modello di collaborazione dove queste persone che lavorano in questi team Frühe Hilfen aiutano le famiglie a trovare le risposte giuste per le loro esigenze. Ich denke, das ist das Fundamentale. Also man muss gut zusammenarbeiten, man muss sich genau auskennen in unserem System, das ein sehr komplexes und spezialisiertes System geworden ist, um dann am Ende die richtige Hilfe, die richtige Unterstützung zu finden, die man eben braucht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Zusammenarbeiten ist manchmal eben auch mit
verschiedener Sprache verbunden, mit verschiedenen Betrachtungsweisen, aber das Ziel ist es einfach, den Eltern das zu geben, was sie brauchen. Und heute ist es so, dass Eltern einfach ganz viele verschiedene Bedürfnisse haben. Sie können sich vorstellen, Bedürfnisse von einer Familie, die beispielsweise aus Marokko hierher gezogen ist, sind ganz andere als die Bedürfnisse vielleicht einer Familie, die von Burggrafenamt ins Pustertal gezogen ist und auch dort vielleicht sich noch nicht so gut auskennt. Also frühzeitig unterstützen, den Eltern jene Informationen geben, die sie brauchen und eine Beratung angemessen auf das, was es eben gerade in dem Moment braucht. Und das kann wirklich vielfältig sein in der heutigen Situation. Ich danke vielmals, ringrazio molto, passerei la parola proprio a chi ha lavorato in questi anni nel concreto, sia a Bolzano che a Bohunico, per raccontarvi un po' che cosa sono le situazioni che vediamo e che cosa sono i vantaggi di questo nuovo sistema di collaborazione. Grazie. Danke diesen drei wunderbaren Damen. Sie sehen und haben das erlebt, mit wie viel Überzeugung, Engagement und auch ja, wirklich Überzeugungskraft darf ich euch auch danken für einen Einsatz in diesen nicht immer einfachen Zeiten. Das heißt, in der Verwaltung, wissen Sie ganz oft, ist die Zusammenarbeit ein ganz großes Thema. Und ich glaube, mit diesem Projekt haben wir wirklich doch die eine und andere Mauer durchbrochen. Und so soll es sein. Und jetzt darf ich auch die Praktiker bitte ans Rednerpult bitten. Herrn Hans Mitterhofer ist Leiter des Sozialsprengels in Bruneck. Bitte schön. Und auch die Frau Gundula Gröber. Die Frau Gundula Gröber ist Pflegedirektorin, Pflegedienstleiterin am Gesundheitsbezirk in Bozen. Und ich darf mit Herrn Hans Mitterhofer beginnen. Er wird uns aus seiner Erfahrung in diesem Pilotprojekt in Bruneck berichten, was Familien in diesem Projekt konkret erlebt haben, was es gebracht hat. Und das sind ja letztendlich auch die Gründe, warum wir uns entscheiden, dieses Projekt landesweit auszurollen. Bitte schön, Hans. Ja, danke schön. Also wir im Pustertal sind ja schon sehr lange unterwegs, hier in diesem Bereich etwas Sinnvolles für die Familien zur Verfügung zu stellen. Viel Zeit wurde beansprucht, um ein gutes Netzwerk für die Familien aufzubauen, das sich dann im Nachhinein als sehr, sehr wichtig in der konkreten Hilfe für die Familien herausgestellt hat. Die erste Zeit, als wir gestartet sind, wir haben mittlerweile ja schon 3 Jahre Erfahrung, haben wir dann fest Kontakt zu vor allem sanitären Diensten, also Krankenhausabteilungen, Krankenhausdiensten, territorialen Dienste des Sanitätsbetriebes aufgenommen, um den Gedanken der frühen Hilfe, den Sinn der Frühhilfen, die Sinnhaftigkeit und den präventiven Gedanken dort anzubringen. Das ist ja nicht so bekannt in den einzelnen Diensten. Im Nachhinein hat sich dann das als sehr, sehr wichtig und sehr fruchtbringend herausgestellt, weil mittlerweile viel dieser Dienste und viel dieser Fachpersonen in den einzelnen Abteilungen den Kontakt mit uns suchen, den Familien die frühen Hilfen empfehlen und sie zu uns weiterleiten. In den letzten 3 Jahren, was dieses Thema betrifft, haben wir eine Schwankung zwischen einen zum Beispiel im Jahr 2019 haben sich viele Familien, also ein Großteil der Familien, selbst bei uns gemeldet. Und in den Jahren danach haben wir gemerkt, auch wahrscheinlich durch die Corona-Situation, dass die weitere Empfehlung durch die Fachdienste des Sanitätsbetriebes sehr wichtig war, die Familien zu uns weiterzubringen. Was sind jetzt die Themen und die Anliegen, die die Familien haben? Wir versuchen, den Zulauf, das Andocken an das Frühhilfenteam sehr, sehr einfach zu halten. Also wir machen keine komplexen Schritte. Also es genügt ein Anruf. Wir kommen auch nach Hause, wie die Familie es wünscht. Wir kommen auch hinein. Wir treffen uns auch im Freien. Wir treffen uns in einem Café mit der Familie, wenn sie dies wünscht. Und wenn das für die Familie in ihrer Situation einfach ist, oft wünschen sich die Familien auch die Kontaktaufnahme zu Hause, weil sie sich einfach mit der Betreuung der Kinder so in dieser Form einfach
dass es für Sie einfach ist. Was sind die Belastungssituationen? Sie sind, wie wir es uns auch erwartet haben, sehr, sehr vielfältig. Es geht von gesundheitlichen Problemen, die wir uns ja auch erwartet haben, wo zum Beispiel durch die Geburt eines Kindes, das krank ist oder das eine Beeinträchtigung hat und dadurch die Belastung in der Familie ansteigt, über finanzielle Schwierigkeiten. Es sind ja die Mieten bei uns im Lande nicht sehr nieder und die Belastung, die dadurch entstehen kann, kann in dieser Situation natürlich auch zu großen Schwierigkeiten führen. Es kommt vor, dass die Familien in der eigenen Familie auch weitere Belastungssituationen haben, wie die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen, wo dann natürlich es nicht recht viel braucht, um die Überforderung und die Belastung so steigen zu lassen, dass es für bestimmte Familien einfach nicht mehr tragbar ist. Es gibt Beziehungssituationen, Beziehungsprobleme zwischen den Elternteilen, die Belastung in den Familien natürlich auch steigen lässt. Mehrlingsgeburten, die dann in der Folge zu weiteren Belastungen und Schwierigkeiten in der Familie führen können, die das Gefühl zum Beispiel nach der Geburt der Mutter, ich bekomme kein Gefühl für mein Kind, ich habe kein Gespür für mein Kind, das Kind ist weit, weit weg, wo wir dann mit unseren Hilfsangeboten, die ja automatisch durch die Vielfalt der Bedürfnisse und der Anliegen sehr, sehr breit sein müssen, versuchen, die Entlastung der Familien herbeizuführen. Also zuerst durch das Angebot, das wir selber machen können, indem wir zu den Familien nach Hause kommen, indem wir ihnen Entlastung durch Abnahme der Kinder, durch einen Einsatz eines Freiwilligen, wir haben das Glück, dass eine unserer Mitglieder des Teams eine Ausbildung in emotionaler Erster Hilfe hat und dadurch die Frauen in diesen Bindungsschwierigkeiten, in diesem Gefühl des Nichtspürens des Kindes sehr gute Hilfe leisten kann, bis hin dann auch zu psychologischen, therapeutischen Angeboten, die wir auch im Team bereits direkt anbieten können, einfach mit dem Ziel, wie es Frau Ladona bereits sehr, sehr klar gesagt hat, das Ziel, die Belastungssituationen der Familie mit Hilfe der Angebote, die wir haben im Team und im Netz, das wir aufgebaut haben, die Belastungssituationen möglichst zu verringern und ein großes Ziel, diese zu entfernen, damit die Entwicklung der Kinder, Kinder eine gute Entwicklung machen kann. Wenn man jetzt sagen kann, was wiegt jetzt vor, welche Schwierigkeiten, welche Themen wiegen vor, da kann ich eigentlich nichts Herausstechendes sagen. Es ist immer eine Mischung von mehreren dieser Themen, dieser Anliegen, dieser Probleme, die ich eben erwähnt habe. Woher kommen diese Familien? In den 3 Jahren gab es da auch einen Unterschied. Man möchte meinen, dass es nur Einwandererfamilien sind. Das ist nicht so. Anfangs hatten wir so mit Hälfte Einwandererfamilien, Hälfte einheimische Familien zu tun. Das hat sich dann im Laufe der Jahre auch verändert in beide Richtungen. Also es gibt sowohl Familien, ein Merkmal ist, wie es Frau Ladona bereits gesagt hat, ist das fehlende soziale Netz oder das Nicht-Tragen des sozialen Netzes der Familie, das Fehlen der Großmutter, das Fehlen von Verwandten, die in Belastungssituationen Entlastung bieten können. Ein Merkmal ein starkes Merkmal ist das. Zurzeit begleiten wir circa Hälfte
Familien, Südtiroler Familien und Hälfte Familien, die eine Migration hinter sich haben. Anzahl, vielleicht kann es auch interessant sein, die Anzahl der begleiteten Familien im Bustertal hat auch von Jahr zu Jahr variiert. Das ist jetzt nicht so, ich glaube, nicht recht repräsentativ, weil eben die Corona-Situation wir in den letzten Jahren hatten. Wir sind gestartet im Jahr 2019 mit circa 40 Familien, die wir im Laufe des Jahres begleitet haben. Diese Zahl hat sich in den letzten zwei Jahren um circa 10 verringert. Das wird wahrscheinlich mit der Corona-Situation zu tun haben. So, ich für meinen Teil danke für die Einladung und ich hoffe, es war etwas Sinnvolles dabei für Sie. Ja, ich denke, man spürt, dass viel getan worden ist in dieser Zeit und ich glaube, wir werden viel von dem jetzt mitnehmen auf die Zeit, die jetzt noch ansteht. Und das war die Stimme des Sozialen, das darf ich weitergeben zur Stimme der Gesundheit. Bitte, Frau Gröber, wenn Sie uns aus Bozen berichten, wie Sie dieses Projekt erlebt haben und ja, welche guten Erfahrungen wir mit in die landesweite Aufstellung des Projektes mitnehmen. Bitte. Io ringrazio oggi di questo invito. Allora io vi presenterò un po' l'esperienza che abbiamo fatto all'interno della città di Bolzano. Io voglio precisare che il tema del sostegno della famiglia nelle varie fasi di vita era un tema già, io penso, di tutti i vari servizi, sempre già anche attuale. Quello che siamo riusciti però con questo progetto, che poi è diventato proprio una cosa di realtà, è che siamo riusciti a fare veramente una integrazione all'inizio veramente tra la parte della sanità e del sociale, perché siamo riusciti a mettere al tavolo insieme le persone che alla fine hanno questi contatti familiari. Ci siamo accorti a Bolzano che abbiamo tantissime offerte, sia di servizi, sia all'interno del nostro sistema di salute, ma anche nel sociale, ma anche di volontariato, e ci siamo accorti che purtroppo ognuno di noi conosceva solo una piccola parte. Allora ci siamo anche detti cosa possono sapere queste famiglie che sentono, o la donna che sente un bisogno, come riesce a orientarsi questa donna o questa famiglia all'interno di un contesto che noi già come professionisti e servizi abbiamo avuto difficoltà. Per cui il primo passaggio che abbiamo fatto è veramente una volta fare la foto sulla città, sull'esistente. E l'esistente, da quell'esistente abbiamo cercato di andare a costruire la rete. Io penso la cosa più importante era anche di sensibilizzare tutti i professionisti, i volontari nei vari settori, di far conoscere questo sistema delle frühen Hilfen, del sostegno precoce, perché alla fine dobbiamo creare questa forza nella famiglia, nella donna, di riconoscere questo bisogno e anche avere il coraggio di riconoscere questo limite e riconoscere di avere l'aiuto, il bisogno dell'aiuto, perché le cose maggiormente difficili è che qualche volta la donna che si sente veramente sovraccaricata riconosce questo bisogno. Per cui questa era la prima cosa che abbiamo cercato di sviluppare anche all'interno dei nostri professionisti, perché la cosa più importante che la famiglia si apre è questo fatto che entriamo in relazione e loro prendono fiducia. Solo attraverso la fiducia loro esprimono poi questi loro bisogni, se no la donna o la famiglia si mantiene nella sua circostanza. Noi abbiamo visto che l'importanza della relazione era veramente di avere questa struttura guidata adesso di questo sostegno precoce, di questo sistema, e di farlo crescere sempre di più. Noi abbiamo visto al momento che l'invio o il contatto con noi nel sostegno precoce è soprattutto perché sono dei servizi che informano la persona di questa possibilità, di questo sostegno, e poi loro decidono se attingere a questa offerta. Ancora abbiamo visto pochissimi accessi di persone che ci sono
arrivati direttamente. Questo è anche forse un fattore che dobbiamo ancora portare avanti, forse anche adesso gli ultimi due anni ci ha anche un po' bloccato, ci ha frenato di essere più pubblicare questa offerta che stiamo dando, per anche dare questa possibilità a queste famiglie di accedere direttamente, di avere questo coraggio di accedere a queste cose di aiuto. Noi abbiamo forse nella parte della salute abbiamo questo vantaggio che avendo il percorso nascita noi veniamo a conoscere già e entrare in relazione già con la donna durante la gravidanza, per cui anche lì in questo momento di relazione e di continuo contatto, perché abbiamo sempre o l'estetica o l'infermiera di riferimento, vuol dire che segue la donna in continuità, che in quel rapporto che si sta instaurando anche viene a conoscere di delle situazioni senza valutarli, perché non siamo qua per valutare, però siamo lì per prenderli in carico e indirizzare la persona poi sulle possibilità di sostegno che ci sono, che lei può anche aderire senza sentirsi in colpa. Io penso che questa è l'esperienza che abbiamo fatto, soprattutto anche tra noi operatori, era un'esperienza molto molto positiva, perché veramente ognuno si sentiva nel suo essere sovraccaricato, perché riconosce questo bisogno, questa situazione, e non sapeva come rispondere. E rispondere rispondiamo solo in rete, e la rete sono anche volontari, e io penso tutta la nostra società, io penso deve diventare un tema anche di società questa cosa. Grazie. Dankeschön. Ich darf auch damit zum Abschluss kommen, vielleicht noch folgende Information, dass nach Bozen und Bustertal jetzt dieses Projekt auch schon im Sozialsprengel Salten-Schlern und im Finchgau angekommen ist und es jetzt auch darum geht, es aufs Burggrafenamt und aufs Wipptal, also wirklich landesweit auszubauen. Es sind wirklich viele im Boot, also darf ein Beispiel machen, Eltern-Kind-Zentren, der katholische Familienverband. Also wenn Sie können, wir könnten da eine ganze Liste nachhängen, die natürlich heute hier nicht stehen, die aber genauso wichtige Arbeit in diesem Netzwerk leisten. Und ich darf noch einmal meinen Dank allen zum Ausdruck bringen, dass Sie auch das angegangen sind. Denn eines der wichtigen Anliegen, die wir auch in der Pandemie gesehen haben, ist, dass nicht die Menschen sich nach den Systemen richten, sondern dass sich die Systeme um die Familien, das Netzwerk aufbauen, dass sie auch die Kinder, die Familien in den Mittelpunkt stellen und dass wir Antworten auf die Bedürfnisse der Menschen in diesem Land geben. Deshalb, Sie wissen, starke Bäume wachsen mit starken Wurzeln. Und die Bäume sind diejenigen, die dann auch den Boden und damit der Gesellschaft Halt bringen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Kinder in ihren Start ins Leben gut zu ermöglichen, sie zu stärken, die Familien zu stärken, die Eltern zu stärken. Und dann natürlich nehmen wir ganz viele der Belastungssituationen, wie Sie gehört haben, auch später dann in Kindergarten, Schule, auch weg, wenn wir frühzeitig intervenieren. Und was wir halt auch jetzt sehen, ist, dass diese Resilienz der Gesellschaft gerade in Zeiten der Krisen eine der ganz großen auch Baustellen ist, die jetzt mitunter auch sichtbar werden. Und deshalb, denke ich, ist dieses Projekt sehr, sehr wichtig. Cioè chiudo con un grande ringraziamento ancora a tutti, a coloro che hanno partecipato, che hanno collaborato, a tutti voi che oggi avete presenziato a questa conferenza stampa. Ich sehe, dass es sind auch Journalisten, Journalisten hier im Raum. Möchten, wenn noch Fragen sind, dürfen Sie die jetzt gerne an alle, die hier sind, stellen. Wenn nicht, dann würde ich die Pressekonferenz abschließen und wir stehen natürlich alle für Fragen zur Verfügung. Dankeschön und bitte an die Familien, nutzen Sie diese Angebote, haben Sie den Mut. Sie sind, denke ich, die Türen sind offen und wir freuen uns, wenn wir für Sie da sein können. Alles, alles Gute und Dankeschön.